You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Xiami hier und willkommen zu einer weiteren Mount Guide. Und zwar geht es dieses Mal um das prestigeträchtige Reittier. Und da haben wir einmal auf Seite der Horde ist es der prestigeträchtige Kriegswolf und auf der Seite der Allianz ist es das prestigeträchtige Kriegsross. Und die kriegen wir beide, oder beziehungsweise müssen nur eins davon holen und kriegen dann jeweils auch das Gegenstück. Das heißt, solltet ihr Horde spielen, dann habt ihr automatisch auch die Allianz-Variante und könnt die natürlich nur auf Allianz benutzen und genau umgekehrt natürlich auch. Und wie kriegen wir dieses Reittier? Und dieses Reittier ist an einen Erfolg gebunden. Wenn wir hier auf Erfolge drücken, dann finden wir unter Spieler gegen Spieler, haben wir hier unten Legion und dann finden wir den Meta-Erfolg, jeder gegen jeden und alle für mich. Und wenn wir hier die Untererfolge abschließen, dann kriegen wir als Belohnung das prestigeträchtige Kriegsreittier. Was müssen wir dafür machen? Und zwar müssen wir hier jede oder beziehungsweise vier verschiedene World Quests jeweils 20 Mal abschließen. Da haben wir einmal die World Quest Rabenverandale, brauchen wir 20 Mal. Dann brauchen wir einmal die Finsterbrohl Arena 20 Mal. Dann haben wir Operation Murloc Freiheit 20 Mal. Und dann haben wir noch Rabiate Rauferei 20 Mal. Jetzt schauen wir uns zuerst mal an, wo finden wir denn diese World Quest? Und zwar die erste, die wir hier gerade offen haben, Rabiate Rauferei, die findet ihr in Sturmheim. Und zwar natürlich alle World Quests in Legion. Die erste in Sturmheim, wie gesagt. Und das befindet sich hier oben im oberen Teil. Da könnt ihr am besten hier den Flugpunkt hier benutzen, um dorthin zu gelangen. Dann die nächste, die wir uns anschauen, ist hier Operation Murloc Freiheit. Die befindet sich in Azuna. Und zwar findet ihr die hier oben. Da sind überall diese Murlocs und Naga unterwegs. Da habt ihr hier oben wieder einen Flugpunkt, wo ihr logischerweise hinfliegen könnt. Dann haben wir als nächstes die Finsterbrohl Arena. Die ist ein bisschen blöd zu finden. Die haben wir hier am Hochberg. Und zwar, wenn ihr am Hochberg, entweder könnt ihr von Donnertod im direkt komplett über den Berg hier drüber reiten. Dann findet ihr hier diese Höhle, schön eingezeichnet. Und wenn ihr in diese Höhle reingeht und euch einfach links haltet und dann ganz nach unten springt in diesen Wasserbereich, dann habt ihr hier drinnen die Finsterbrohl Arena. Das wäre die nächste World Quest und die letzte haben wir hier noch, die Rabenverandale. Die Rabenverandale, das ist in Valshara und die kann hier spawnen, hier ganz oben bei der Rabenwehr. Da könnt ihr einfach hier hinfliegen und dann auf der Seite reinreiten zur Rabenwehr-Arena. Und diese World Quest müsst ihr jeweils, wie gesagt, 20 Mal abschließen. Das zählt nur charakterspezifisch, das heißt, ihr könnt nicht auf einen Twink umloggen und das machen. Wann spawnen? Also ihr könnt das schon auf einem Twink auch machen, aber ihr kriegt halt nur einmal angerechnet pro Charakter jeweils. Das heißt, es ist am schlausten, wenn ihr es einfach nur mit dem Main-Charakter macht. Bonus, den es dazu noch gibt, jede dieser Worldquests gibt natürlich 500 Ehre und hilft euch auch natürlich beim Prestige-Farm selber weiter. Dann, wann spawnen diese Worldquests? Und zwar, diese Worldquests haben fixe Spawn-Timer. Und zwar spawnen die alle 6 Stunden. Das heißt, die erste ist ab um 8 Uhr morgens, die nächste logischerweise 6 Stunden habe ich gesagt, ja. Die erste ist ab um 8 Uhr morgens, die zweite ist ab um 14 Uhr, die nächste um 20 Uhr, dann 2 Uhr morgens und dann wieder 8 Uhr morgens und immer so weiter. Das heißt, wenn ihr euch einfach zu den Uhrzeiten einfach mal kurz einloggt, ihr müsst euch noch nicht punktgenau jetzt einmal um 2 Uhr morgens einloggen, um zu schauen, ob die World Quest da ist. Natürlich, wenn ihr es schnell farmen wollt, könnt ihr das natürlich machen. Aber diese World Quests rotieren komplett random durch. Es kann nicht zweimal hintereinander die gleiche kommen. Es kann jedoch beim dritten Spawn schon wieder die gleiche hintereinander kommen. Das ist einfach glücksbedingt, welche als nächstes ab ist. Aber ich muss sagen, das ist definitiv momentan mein liebstes Bodenreittier in-game. Ich finde das extrem geil, diesen schwarzen Wolf. Und ja, mich würde auf jeden Fall interessieren, ob ich euch helfen konnte, erstens mit dieser kleinen Guide für den prestigeträchtigen Kriegswolf bzw. Kriegsross. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder sonstiges, dann könnt ihr das jederzeit unten in die Kommentare reinschreiben. Was für eins von den zwei Mounts gefällt euch besser, der Wolf oder das Ross? Und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.